So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Ich bin ein neues Kit. Ich bin Kit Teleporter. Da haben wir es. Kit Teleporter bin ich. Ja, das Kit macht erst Sinn nach dem ersten Mal Porten. Bedeutet, wenn ich jetzt am Anfang gar nichts habe und dann direkt angegriffen werde, habe ich verkackt, weil das Kit so lange halt kein Boni hat. Sonst, sobald ich geportet werde, werde ich komplett geheilt. Und habe 10 Sekunden lang Unverwundbarkeit. Ich habe nichts wirklich Schönes gekriegt. Oh, da vorne ist eine Truhe. Ah, scheiße, der ist vor mir dran. Schade. Dann töte ich halt mal ein paar Schweinchen. Stirb, stirb, stirb. Stirb doch einfach. Gibt's doch nicht. Wie lange kannst du denn überleben? Scheiß Schwein. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Holz. So. Komm. Das kommt weg. Ich brauche, sagte, das kommt weg. Wahrscheinlich klaut mir jetzt jemand die Workbench. Nee, tut nicht. Okay. Ist auch mal was Neues. Normalerweise klauen die einem alle hier am Anfang die Workbench. Ja, was kann ich tun? Ich kann gar nichts tun ohne irgendwas. Kommen direkt zwei Spieler auf mich zu. Ist auch geil. Ich habe gar nichts. Und muss mich direkt gleich verteidigen. Der kommt, denke ich mal, hinter mir her. Ja, der kommt definitiv hinter mir her. 20 Blöcke hinter mir. Da vorne ist einer mit dem Eisenschwert. Dem will ich auch nicht unbedingt auf den Fuß treten. Ja, hier ist meine schöne, oh, Workbench, hätte ich fast gesagt, meine Truhe verschwunden. Ich habe ein Problem, wenn ich nicht langsam irgendwas kriege, habe ich wirklich ein Problem. 39 Blöcke. Ich habe ein Problem. Kein Gegner in der Nähe, schade. Jetzt bin ich aber 10 Sekunden lang unverwundbar, auch wenn das nirgendwo steht. Oh geil. Ein Eisenschwert. Nett von euch, dass ihr mir hier ein bisschen was da lasst. Oh Gott, fuck. Oh, ich bin nicht tot. Hä? Und wieso hatte der 5 Dias? Okay. Da sage ich nicht, was ich dazu denke. Ich brauche auf jeden Fall jetzt was zu essen. Geil. Der hatte was zu essen für mich dabei. Dias-Schwert mache ich mir jetzt erstmal. Logischerweise. Und ein Eisenhelm. Wieder so sinnlos in der Gegend verklickt. Und Eisenschuhe, so. Habe ich noch was, was ich machen könnte? Nö. Kann hier nochmal reingucken. Hier sind nämlich noch ein paar Pfeile für mich. Ich habe sogar einen Bogen. Wo habe ich den denn her? Wahrscheinlich auch von dem Gegner eben gerade. Schön. Jetzt habe ich was zu essen. Ich habe eine Waffe. Jetzt muss ich nur noch geportet werden. Vorher macht das Kit nämlich auch keinen Sinn. Bevor ich nicht mal geportet werde. So, hier ist nichts drin. Oh. Go, go, go. Ich bin unverwundbar, mein Freund. Ich bin unverwundbar. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Weg, weg, weg. Eisenschuhe. Scheiße, ich will doch gar nicht die Workbenches wegwerfen. Oh, ein Diabrust. Nett. Eine Eisenbrust meine ich natürlich. Jetzt brauche ich. Oh, er hatte Dia-Schuhe dabei. Wie geil. Jetzt ziehe ich mir eine Dia-Hose noch dazu an. Seht ihr, das war der erste Vorteil vom Teleporter-Kit. Gleich geil ausgenutzt. Ich würde jetzt gerne wieder geportet werden. Das Enderperlen, also dieser Enderman-Kit, ist natürlich auch geil. Oh. Hier liegt ein bisschen Krimskrams rum, der mir nichts bringt. Ich habe ein bisschen Eisen, das mir auch nichts bringt. Ein paar Dias wären jetzt nett. Ja, genau, ein paar Dias. Und vielleicht ein Level. Dann töte ich mal ein paar Schafe, wa? Erfahrungspunkte, Dankeschön. Erfahrungspunkte, Dankeschön.
Jetzt brauche ich den Verzauberungstisch, der da stand. Sharpness. Nett. Alles sehr geil. Also jetzt aktuell liebe ich das Kit gerade. 200 Blöcke, wie heftig. Könnt ihr nicht ein bisschen näher kommen? Weil sonst kann ich mein Kit nicht ausspielen, wenn ich da nicht in der Nähe meiner Gegner bin. Oh. Ein paar Potatoes. Hier könnt ihr meine Erde haben. Im Austausch gegen die Potatoes. Ups. 14 Blöcke. In welche Richtung? Bin ich denn blind? Na, stirbst du wohl? Hui. Erstmal ein bisschen was wegwerfen. Ich brauche den Goldapfel dringend. Ich brauche nämlich seine Leben. So, hatte der was Schönes? Der hatte doch einen Dia-Helm, oder nicht? Oh ja. Dankeschön. 52 Blöcke in die Richtung ist der nächste Gegner. Dum, da, dum, 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 da, dum. Na komm. Oh. Ich bin unverwundbar. Du Arsch. Ich bin immer noch unverwundbar. Ah, fuck. Ha! Ah. Wie geil. Oh, das hat mir gerade echt den Arsch gerettet. Das war eine geile Runde, fand ich gerade. Das sagte ich nämlich in einer anderen Folge mal. Das Teleporter-Kit ist extrem overpowered. Deswegen habe ich gerade gewonnen. Und ich bin extrem glücklich gerade. Ich gucke mal, ob ich direkt noch eine zweite Runde dranhänge. Die muss ja nicht unbedingt gut laufen. Aber ich hätte gerne noch eine zweite Runde. Da komme ich nicht rein, der Server ist voll. Ja gut, dann hänge ich doch keine Runde mehr dran. Oder kriege ich eine von den beiden? Na, was ist los? Mal gucken, in welche ich reingeportet werde. Wahrscheinlich springe ich gleich wieder zwischen den ganzen Runden hin und her. Oder werde gekickt. Das werde ich sehen. Oh, ich muss das Kit noch auswählen. Kit Teleporter. Auswählen. Ich werde aber nicht immer nur als Teleporter spielen. Ich denke, oh, das ist jetzt eine Ausnahmerunde, dass ich einfach mal als Teleporter durchspiele. Ich habe schon wieder 1000 Punkte. Auch geil. Dafür, dass ich eben gerade nur 100 hatte vor der Runde. Ich werde, denke ich mal, als Teleporter sonst nicht durchspielen. Ich werde immer zufällig machen. Wenn ich das Glück habe, dass ich Teleporter gekriegt habe, ist das natürlich geil. Aber, geh mal aus mir raus. Aber, oh, 20 Sekunden geht's auch los. Aber das Teleporter-Kit ist jetzt gerade mein absolutes Lieblingskit, schon direkt am Anfang. Schon direkt nach der ersten Runde. Oh, und es geht los. 30 Sekunden. Jetzt am Anfang hat man halt das Problem, wenn ich jetzt nicht direkt am Anfang irgendwie wegkomme, dann habe ich das Problem, dass ich niemanden platt kriege. Nie im Leben. Aber sobald es das erste Mal getauscht wird in den Kampf rein, da habe ich dann schon die Überhand. Und da kann ich eigentlich nur darauf hoffen, dass ich dann direkt irgendwie ein Eisenschwert habe oder sowas. Es geht da gleich los. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Go. Oh, 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 oh. Ja, ich habe Eisen. Ich bin weg. Miau. So, ein bisschen Holz. Und zweites Holz. Bam, 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 bam. Mal gucken, ob mir jemand die Workbench klaut. Wahrscheinlich. Das hat man hier ganz oft. Oh ne, klaut mir keiner. Okay, schön. Ich glaube, das hatte ich letzte Runde auch genau so gesagt. Aber es geht mir halt tierisch auf den Sack. Weil das sehr nervig ist. So, jetzt habe ich sogar ein bisschen Fleisch direkt am Anfang. Das hatte ich ja letzte Runde nicht. Oder oben ist eine Truhe. Ich muss da hoch. Oh, sogar 2 Truhen.
Ich muss hier dringend hoch. Nichts drinne und nichts drinne. Fuck. Schutzzeit endet gleich. Es leckt gerade sehr. Hallo? Ich hätte gern das Fleisch. Oh nein, ich möchte kein Disconnect. Ich habe auch kein Disconnect, aber ich habe starkes Laggen. Dabei ist nicht mal die Schutzzeit vorbei. Oh, Erfahrungspunkte. Oh, fuck, jetzt habe ich... Oh, auch kein Disconnect. Ich frage mich, was das immer ist. Knockback, nein. Ah, schade. Knockback ist genau das, was ich nicht gebrauchen kann. ...68 Blöcke in die Richtung, wobei mir das Entgegengehen natürlich jetzt wesentlich gar nichts bringt. Deswegen bleibe ich jetzt auch einfach mal weg. Ich würde gerne jetzt geportet werden. Na, was ist los? 40 Blöcke, oh oh, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss geportet werden. 38 Blöcke. Oh, da vorne kommt einer. Scheiße, ich hab ein Problem. Oh, der flieht. Das bedeutet, er hat gerade extreme Lebensprobleme. Fuck. Oh, ich wurde geportet und geheilt und der nächste Gegner ist in der Richtung. Da ist er. Ich hoffe, dass ich auch noch rankomme, bevor ich getötet werde. Nein, komme ich nicht. Scheiße. Schade. Oh, ein Team. Ja klar. Dann ist kein Wunder, dass ich... ne? Gut. Dann beende ich jetzt auch den Part. Dreckige Teams. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.